Kommt immer schnell nach vorne, da liegt ein Mädchen bewusstlos vor der Notaufnahme. Vor der Notaufnahme? Kann ich das mal ganz kurz gehen? Ich komme direkt. Davor? Ja. Ach, hey. Ach du Scheiße. Hallo? Machen Sie mal die Augen auf. Hallo? Warte. Okay, Puls ist tastbar. Okay, sie atmet auch. Ganz schnell eine Liege holen. Ja. Wir brauchen sie ganz dringend im Schockraum. Holt ihr bitte eine Liege, ja? Aber ich glaube, sie kommt auch langsam zu sich. Hallo? Wo bin ich? Sie sind hier in der Klinik am Südring. Mein Name ist Engel, ich bin hier die Ärztin. Wir haben Sie versorgt. Wie ist denn Ihr Name? Vanessa Holz. Vanessa Holz? Und Sie können sich an gar nichts erinnern, was passiert ist? Ich stand eben noch in der Werkstatt. In der Werkstatt? Ja, ich bin Kfz-Mechanikerin, aber... Arbeiten Sie bei der Kfz-Werkstatt Holz? Ja. Okay, pass auf. Rufst du mal da an und fragst, was passiert ist und nach Kontakten, wen wir verständigen sollen. Alles klar. Frau Holz, ich werde bei Ihnen bleiben. Neurologisch war die Patientin zunächst unauffällig, außer natürlich ihr Bewusstseinszustand. Als sie dann zu sich kam, wurde klar, wie groß die Verletzung tatsächlich ist. Denn sie hatte eine enorme Erinnerungslücke und das weist auf schwerwiegende Kopfverletzungen hin. Ja, können Sie sich denn erinnern, ob Sie vielleicht zum Beispiel auf einer Leiter standen? Weil Sie haben an dem Hinterkopf eine Platzwunde gehabt, die wir genäht haben. Tut Ihnen irgendwas anderes noch weh jetzt? Weil wir haben Sie durchgecheckt und haben jetzt eigentlich nichts gefunden. Aber Sie sind bei uns wirklich vor der Tür hier gefunden worden. Sie hatten zwei Autoreifen, wie so Hula-Hoop-Reifen um sich drum. Ich mache mir große Sorgen. Was ist da passiert? Mir ist total schwindelig. Ja, ja. Genau, gehen Sie da mal nicht dran. Sie haben auch auf jeden Fall eine dicke Gehirnerschütterung. Ne? Der Schwindel, die dicke Platzwunde. Wir müssen Sie auf jeden Fall hier behalten. Ne? Aber die große Frage bleibt, wer hat Sie denn in den Autoreifen hierher verfrachtet? Ich kann mich nur noch erinnern, dass ich ganz normal gearbeitet habe. Da wir natürlich keine Anamnese mit Frau Holz machen konnten, war es für uns sehr schwer, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Wenn jemand kommt mit einer Kopfplatzwunde und einer mindestens schweren Gehirnerschütterung und wir wissen alle nicht, was passiert ist, dann muss man eben auch schauen, dass sie nicht einem Gewaltverbrechen zum Opfer wurde. Kann es denn vielleicht sein, dass Sie angegriffen worden sind oder vielleicht sogar überfallen worden sind, Frau Holz? Ich kann mich wirklich an nichts erinnern. Ich weiß es einfach nicht mehr. Aber ich glaube, dass es meine Schuld ist. Mir ist bestimmt ein Fehler unterlaufen. Wahrscheinlich habe ich nicht aufgepasst. Und wenn mein Vater das erfährt, dann ist die Hölle los. Außerdem, die anderen Kollegen, die zerreißen sich bestimmt schon das Maul in der Werkstatt, weil ich wieder irgendeinen dummen Fehler gemacht habe. Ich habe einfach Angst, dass mein Vater wütend ist. Er ist eigentlich so stolz, dass ich in seiner Werkstatt angefangen habe und sozusagen in seine Fußstapfen getreten ist. Und wenn er jetzt erfährt, dass ich einen Fehler gemacht habe, bei dem ich mich so stark verletzt habe, dann... Ich meine, dann merkt man ja, dass irgendwas falsch ist, dass ich vielleicht nicht im richtigen Beruf steckt. Okay, ich verstehe Ihre Sorge, aber jetzt vertrauen Sie mir, wir müssen Sie erstmal weiter durchchecken. Also es ist in der Tat die Werkstatt hier zwei Straßen weiter und Ihre Mutter ist auf dem Weg hierhin. Interessant war, dass Frau Holz eigentlich sich gar nicht um ihr Schicksal gerade so gesorgt hat, sondern tatsächlich immer wieder Selbstzweifel hatte, dass sie eventuell selber an dieser Verletzung schuld sein könnte. Das klang für mich im ersten Moment sehr absurd, denn normalerweise sind die Patienten auf ihre Erkrankung erstmal erpicht und nicht darauf, dass sie tatsächlich Verursacher sein könnten. Deswegen hoffen wir sehr, dass die Mutter und der Vater dazu beitragen können mit der sogenannten Fremdanamnese und wir endlich erfahren, was dem Mädchen wirklich passiert ist. Wenige Minuten später trifft bereits Vanessas Mutter in der Notaufnahme ein. Sabrina Holz arbeitet als Bürokraft in der Werkstatt, hat aber nicht mitbekommen, was mit ihrer Tochter passiert ist, geschweige denn, wer die 20-Jährige in den Reifen steckend vor die Klinik gebracht hat. Oh Gott, das kann von unserer Werkstatt natürlich sein, aber kannst du dich denn an gar nichts mehr erinnern? Mama, ich...
Ich weiß nichts mehr. Wir sind dabei, die Kamerabilder, die wir vorne installiert haben, auszuwerten und hoffen, dass wir da dann vielleicht die Person sehen, die tatsächlich dann sie einfach hier abgelegt hat. Ja, aber ich glaube eher, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich bin ja meistens so tollpatschig und wahrscheinlich habe ich nicht aufgepasst. Schatzi, nein. Du musst nicht immer an dir selber zweifeln. Du weißt, der Papa sagt auch immer, du bist seine beste Kraft da. Ja, wirklich, du hast bestimmt nichts falsch gemacht. Ich glaube sicher, dass Papa sauer ist. Weißt du was? Deine Gesundheit ist wichtiger. Ja, trotzdem zerreißen sich jetzt die anderen das Maul darüber in der Werkstatt. Mach dir doch deswegen keine Gedanken. Weißt du was? Ich rufe den Papa jetzt mal an. Nein, lass mich das machen. Warte. Nee, Frau Holz, bleiben Sie mal liegen. Alles okay? Vorsicht! Um Gottes Willen. Alles okay? Alles. Ha? Es flimmert irgendwie alles. An den Augen? Okay, wir machen jetzt Notfall-MRT. Bitte einmal an. Soll ich anrufen? Ja, auf jeden Fall. Einmal die Augen. Selbst wo die Mutter von Vanessa dann da war und auch auf Vanessa eingeredet hat, dass der Vater doch sehr stolz auf sie ist, dass sie da arbeitet, konnte Vanessa das nicht richtig glauben und hatte richtige Selbstzweifel. Und ja, da frage ich mich schon, was da los ist bei ihr und warum denkt sie überhaupt so? Also ich dachte, wir könnten es noch ein bisschen rausschieben oder so, sogar umgehen, aber jetzt ist es Zeit, wir müssen den Kopf untersuchen, wir brauchen ein MRT. Ich habe Angst, dass da Blutungen im Kopf sind oder irgendwas. Wir tun alles, bitte, was möglich ist. Alles, dann alles ist meinem Kind wieder geholfen. Wir können auch direkt los. Schatz, es wird wieder alles gut und bitte mach dir keine Sorgen, ja? Sorgen sind allerdings berechtigt. Schließlich ist nicht auszuschließen, dass Vanessa tatsächlich eine schwerwiegende Kopfverletzung erlitten hat. Solange die junge Frau in der Radiologie ist, wendet sich Dr. Charlotte Engel der nächsten Patientin zu. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich komme jetzt gerade aus dem Fitnessstudio. Ich habe jetzt beim Training gemerkt, dass ich irgendwas unterm Arm habe. Das hat auf einmal wehgetan wie die Hölle und angefangen zu brennen und zu jucken. Und ich wollte jetzt auch gar nicht mehr unter die Dusche gehen oder irgendwas, weil ich schon Angst hatte, jetzt mit Shampoo oder Deo oder so noch da dran zu gehen. Ja. Ich weiß nicht, ich sehe auch vorne, dass es ein bisschen gerötet ist. Ja. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht das Deo nicht vertrage. Ja, ziehen Sie die Jacke gerne einmal aus. Hautirritationen sind tatsächlich nicht selten im Achselbereich. Die Patientin vermutete ja eine allergische Reaktion oder auch eine Hautreizung. Doch was ich dann zu sehen bekam, das hatte definitiv eine andere Ursache als bisher vermutet. Ja, haben Sie selber schon gesehen ein bisschen, ne? Also das ist stark gerötet da. Das sieht jetzt nicht aus wie eine Allergie oder irgendwas, was vielleicht irgendeine Substanz ausgelöst hat, sondern tatsächlich sehe ich da zwei Schnittwunden, die sich entzündet haben. Rasieren Sie sich unter den Achseln? Ja. Ja? Wie häufig denn? Eigentlich jeden Tag. Also wenn ich duschen gehe, dann mache ich das so. So immer zack, zack, einfach, ne? Aber unterm anderen Arm ist nichts? Nee, das nicht. Okay. Was nutzen Sie denn für Rasierer? Ich habe so einen, ich glaube, ich habe den sogar dabei. Ich habe auch vor 2 Tagen oder so, glaube ich, da habe ich mich morgens noch so schnell rasiert. Und dann habe ich auch gemerkt, dass es einmal so extrem gezogen hat. Und ich glaube, seitdem ist es so. Also das hier sind natürlich diese sehr, sehr günstigen, im besten Fall einmal Rasierer. Wie oft nutzen Sie denn so einen Rasierer? Bestimmt 10, 15 Mal, schätze ich. Genau, also das ist viel zu viel. Ne? Denn es ist so, wenn die Klingen letztendlich zu oft genutzt werden und da, ich meine, wir Frauen machen das sehr gerne, rasieren und stellen den dann irgendwie feucht irgendwo ab. So ein Töpfchen, da stelle ich den Kopf über rein, wenn ich Kopf über, kann. Ne? Das ist quasi das Beste für die Bakterien überhaupt. Das heißt, die haben da Wärme, die haben ein feuchtes Milieu und da können einfach dann Bakterien dran sein. Und so wie das aussieht, haben sie sich damit quasi infiziert. Ne? Und dann führt so ein kleiner Schnitt, der normalerweise am Arm gut heilen würde, dann letztendlich zu so einer entzündlichen Reaktion, die wir jetzt auch behandeln müssen. Den schmeißen wir direkt weg. Und dann gehen Sie mal lieber in den Drogeriemarkt und investieren ein bisschen mehr in einen guten Frauenrasierer. Okay. Ja? So, ich mache Ihnen da eine kortisonhaltige Salbe drauf. Ich desinfiziere das auf einmal. Die Haut, vor allen Dingen im Achselbereich und auch im Intimbereich, ist natürlich sehr anfällig für Hautreizungen, gerade im Bereich des Rasierens. Deshalb gibt es spezielle Rasierer für Frauen, die dann die sensible Haut da auch berücksichtigen und die man aber nichtsdestotrotz auch wirklich häufig wechseln sollte, damit die Klinge sich nicht mit Bakterien ansiedeln kann und dass das Rasiermesser wirklich schön scharf bleibt. Und viel an die frische Luft, dass die Wunde gut heilen kann.
Okay, und wenn ich schwitze oder irgendwas, und weil das habe ich jetzt beim Sport gemerkt, dass das brennt mit dem Schweiß, dann kann ich das mit Wasser einfach abwischen? Oder? Ja, beziehungsweise sollten Sie jetzt einfach gucken, wenn der Schweiß zu doll weiterhin entzündlich ist, dann einfach jetzt im Moment auf den Sport auch verzichten. Mhm, okay. Ja, dann würde ich Sie nach vorne begleiten. Nach der kleinen Aufklärungsstunde in Sachen Körperhygiene liegen der Ärztin wenig später die Bilder aus der Radiologie zu ihrer ersten Patientin vor. Der Befund ist eindeutig. Andere grundlegende Fragen sind allerdings immer noch offen. Hallo Familie Holz. So, ich habe gute Nachrichten. Es ist tatsächlich so, dass wir keine Blutung oder irgendwas haben im Kopf, was da quasi nicht hingehört. Es ist tatsächlich so, dass Sie einfach nur eine wirklich schwere Gehirnerschütterung haben und Sie mindestens 24, wenn nicht 48 Stunden wirklich bei uns bleiben müssen. Ja. Ne? Dass wir da nicht, es gibt bei sowas auch sogenannte Spätkomplikationen. Ne? Und sollte sich neurologisch noch mal was bei ihr verschlechtern, machen wir noch mal eine Bildgebung. Ja. Ja? Sie wird also engmaschig bei uns kontrolliert. Aber soweit ist erstmal alles in Ordnung. Oh ja, Gott, mir fällt Stein vom Herzen. Das glaube ich Ihnen. Das MRT ließ mich dann erstmal aufatmen. Trotzdem stellte sich die Frage, wie ist es zu dieser Verletzung gekommen und wie ist Frau Holz wirklich auch hier hängen gekommen? Haben Sie denn irgendwas von Ihrem Mann gehört? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Ja, ich habe vorhin mit ihm telefoniert, es war aber nur ganz, ganz kurz. Da war er so merkwürdig drauf. Also er hat wohl was gefunden an der Motorhaube. Vielleicht kannst du da irgendwie dich dran erinnern. Blut oder sonst irgendwas? Das würde dazu passen, weil ihre Tochter hat uns gesagt, dass sie sich noch dran erinnern kann, dass sie irgendwie an einem Auto gearbeitet hat. Also er wollte dem noch kurz nachgehen, aber ich frage mich auch, wo er bleibt. Ich kann aber noch mal anrufen. Ja. Okay, man hört schon was. Das ist mein Mann. Stefan? Ja. Hallo, mein Schatz. Unserem Schatz geht's besser. Hallo, Schatz. Warum nicht so keine Sorgen machen? Ich komme sofort zu euch. Ich müsste einmal kurz mit der Ärztin sprechen. Haben Sie kurz Zeit für mich, dass wir einmal kurz rausgehen könnten vielleicht? Stehst du die ein? Danke. Ja, einmal den Gang runter. Ich habe da noch jemanden, der möchte gerne was beichten. Nicht wahr, Tom? Das ist mein Mitarbeiter Tom, Azubi von uns. Ja. Bitteschön, du hast, glaube ich, der Frau Doktor was zu erzählen, oder? Ja, es tut mir leid. Ich bin der Grund, warum Vanessa da liegt. Haben sie hier hingebracht? Ja, ich war das. Ja, ich hatte einfach Schiss. So viel Angst, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich komme mal dazu. Also es war so, also wir arbeiten beide in der Kfz-Werkstatt. Ja. Und sie wird immer von ihm gelobt. Weißt du, jedes Mal, wie toll sie doch ist, wie gut sie doch ist. Ich bin 16 Jahre, ich bin dazu, du hast mich noch nie gelobt. Du kannst dich nicht beschweren. Also ich behandle dich nicht schlecht und ich bevorzuge meine Tochter sicherlich auch nicht. Naja, aber bitte erzähl weiter. Was ist denn passiert? Ja, ich habe ihre Motorhaube, den Motorhaubenaufsteller manipuliert, damit er halt als Spaß sozusagen... Als Spaß? Ja, warte doch bitte kurz, ich erklär's doch gut. Damit er halt auf ihren Kopf fällt als Spaß. Ich habe sie auch die Tage davor schon ein bisschen, mal hier, mal da, so ein bisschen ein paar Späßchen gemacht, weil es mich einfach so aufregt, dass du sie immer bevorzugst. Weißt du, das ist kein Spaß, oder? Das ist doch kein Spaß. Also, sie liegt hier. Tut mir auch leid. Sie hat eine riesen Platzwunde, die wir schon genäht haben. Sie war nicht bei Bewusstsein, als sie hier abgelegt haben. Warum haben Sie nicht wenigstens geklingelt? Wir haben sie durch Zufall gefunden. Wenn jemand bewusstlos ist, dann kann er im schlimmsten Fall auch sterben. Ja, ich weiß doch, es tut mir auch mega leid. Aber ich hatte einfach so eine Angst. Erstens, ich hatte keinen Führerschein. Erstmal von der Kfz-Werkstatt hier hinzukommen. Das war schon der erste Punkt. Dazu kommt, dass ich mega Angst hatte. Was sollte ich denn machen? Ich hatte Angst, in den Knast zu kommen. Ich hatte sonst was. Ich habe ein Mädchen mit einer Motorhaube erschlagen. Aber egal, was Sie machen, die erste Hilfe ist immer Hilfe holen. In dem Fall 112 wählen. Ja, ich... Du Idiot, ich sag euch das immer. Das Wichtigste ist, dass ihr aufpasst. Ich weiß es doch. Es tut mir doch auch mega leid. So, ich kann es nicht ändern. Komm, mach dich vom Acker. Ja, okay. Sieh zu, dass du nach Hause kommst. Kollege, wir beide haben noch was zu klären, ne? Ja. Das wird Konsequenzen für dich haben, mein Freund. Okay, wir gehen erstmal. Ich würde gerne meine Tochter jetzt sehen, wenn es für sie in Ordnung ist. Ja. Streiche spielen sind natürlich irgendwie auch okay, aber so ein Streich mit solchen Auswirkungen ist natürlich verheerend, denn hier hätte es noch ganz anders ausgehen können. Und Gott sei Dank hat Frau Holz in Anführungszeichen nur eine Gehirnerschütterung. Trotz der Angst vom Azubi, dass er irgendwie doch dann polizeilich gesucht wird oder gefahndet wird, hätte er sich definitiv anders verhalten müssen. Er hätte den Notruf absetzen müssen, denn bewusstlose Patienten, die können nicht selten dann leider auch an Ort und Stelle versterben. Ich habe jetzt Ihre Tochter ja
schon etwas hier in dieser Situation erlebt und ich muss sagen, sie kämpft wirklich extrem mit Selbstzweifeln. Ja. Es ist so, dass sie die ganze Zeit eigentlich vermutet hat, dass sie einen Fehler gemacht hat, der zu der Verletzung und zu dieser Bewusstlosigkeit geführt hat. Sie hinterfragt wirklich alles. Ich habe das Gefühl, wenn sie ihr als Vater vielleicht auch noch mal die Selbstzweifel nehmen können, indem sie sie wirklich auch mal loben, ich glaube, das würde ihr sehr helfen. Ja, ich lobe sie nicht, aber wahrscheinlich nur immer vor den anderen. Das ist das Problem. Ja. Sie hat ja nichts verkehrt gemacht. Sie ist eigentlich meine beste Mitarbeiterin. Ich glaube, das würde ihr sehr, sehr gut tun, wenn sie ihr das mal face-to-face sagen. Okay. Ja? Klar, sehr gerne. Komm, wir gehen zusammen rein. Der Kfz-Meister konnte seiner Tochter die Selbstzweifel nehmen. Vanessa geht es inzwischen wieder gut und sie arbeitet weiterhin mit Herzblut in der Werkstatt ihres Vaters. Ihrem reumütigen Kollegen hat die 20-Jährige verziehen und auf eine Anzeige verzichtet.